Wunderbar, vielen Dank. Ja, Expedition. Auf jeden Fall ist Alexander von Humboldt ein großes Vorbild, wenn es darum geht, Muster auf der Skala der Landschaft zu erkennen. Er hat wirklich Großartiges geleistet und ich freue mich, dass es einen Auftakt gibt zu der Frage, was sehen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute als Augenzeugen des Anthropozän? Also eine geologische Ära, die Alexander von Humboldt tatsächlich schon erahnt hatte. Er hatte ja schon als junger Mann aus Berlin heraus kräftig gewettert, dass der Bergbau mit dem Wald in Konflikt kommt und hat auch in Südamerika beraten, wenn ihr die Wälder so abholzt, wie es damals schon losging, dann werdet ihr Zugang zu Wasser verlieren und das Klima wird sich ändern. Also wir wissen schon lange viel. Und die Frage, was davon können wir begreiflich machen, indem wir Bilder teilen, auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darum soll es jetzt gehen bei Expeditionen zum Ende der Welt. Das Ende der Welt kann man am besten aus dem All erkennen. Und gleich gibt es ja noch einen spektakulären Blick ins All. Aber ich liebe dieses Foto der Erde, wo wer das Glück hat, als Mensch von außen zu schauen auf unsere, so heißt es dann meistens, diese kleine blaue Murmel, der oder die versteht, dass die Erde ein Planet ist, der lebt. Das kann man sozusagen wirklich aus dem All sehen. Und dieser Blick, der erstmals in unserer Lebenszeit mit den Apollo-Missionen möglich wurde, der hat viel bei den Menschen verändert, weil sie sich eben vorstellen konnten, es ist etwas Besonderes. Wir alle sitzen auf diesem Raumschiff Erde, alleine im All vielleicht erstmal und vielleicht auch für lange noch oder gar immer. Die Erde scheint aber zu leben. Und mein Blick, den ich mit Ihnen heute teilen will, ist der dieser Frage, wie ist eigentlich ein solcher Planet beschaffen, der zu 70% als Oberfläche Wasser hat und auch noch so tief, im Durchschnitt 3,8 Kilometer Tiefe haben, unsere Meere hat der Ozean. Und dieses gigantische Wasser, diese gigantischen Wassermengen, die sind natürlich dazu geeignet, Wärme aufzunehmen und umzuverteilen, zu speichern. Und das ist ein Grund für das Leben auf der Erde. 93% der Wärme, auch in Zeiten des Klimawandels, nimmt der Ozean auf und verteilt ihn um. Und 25% des CO2. CO2 löst sich gut im Wasser und so spielen die Ozeane schon immer in der Stabilität der Erde, in der Stabilität des Klimas eine riesige Rolle. Für uns Menschen liefert der Ozean zudem noch 25% des Eiweißes, das wir essen. Leider nur ein Teil davon direkt als Fisch, viel geht als auch in Tierfutter. Und für mich als Biologin die größte Zahl von allen ist 90% des belebten Raums der Erde ist Ozean. 10% des belebten Raums, da drängeln wir Menschen uns mit anderen Lebewesen, aber im Ozean geht es eben sehr tief und der ist riesig. Das heißt, wenn man ein Marsmensch wäre und so eine Zufallsprobe von der Erde nehmen würde, dann würde man wahrscheinlich ein bisschen Tiefseebakterium und ein bisschen Tiefseefisch vor sich sehen. Dieser Blick auf die Erde als Ganzes, als ein Raumschiff, was unser Leben ermöglicht, das ist das andere Bild der Wissenschaft, was mich als junger Mensch, als junge Studierende begeistert hat. Es war die Zeit, wo man zum ersten Mal dank der Satellitenmission, dank verschiedener Sensoren, die Erde als Ganzes aus dem All lebend sehen kann. Was man hier sieht, ist das, was wir schon als Thema hatten. Was machen eigentlich die Algen auf der Erde? In Grün, was jetzt so schwankt, was jetzt wächst, und jetzt scheint es weniger zu werden. Das sind die Jahreszeiten und es ist die Gesamtleistung des Chlorophylls, also der Biomasse von Pflanzen. Und wenn man auf die Kontinente guckt, kann man sich ganz schnell orientieren. Jetzt ist gerade Sommer, jetzt ist wieder Herbst, Winter. Und jetzt kann man diesen Blick vom Land aufs Meer richten und da passiert genau das Gleiche. Wir haben auch dort Frühjahrsblüten. Die berühmte riesige Frühjahrsblüte des Atlantik ist hier in der Mitte des Bildes zu sehen. Und man kann auch sehen, dass Teile der Erde aber vom Blick ausgenommen sind, die Polarregion. Was ist da eigentlich los? Gibt es da keine Pflanzen oder können wir einfach nur nicht hingucken? Und von beiden ist ein bisschen wahr. Diese Algen, die leisten auch heute noch im Meer die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen. Die andere Hälfte kommt von den Pflanzen an Land. Aber auf die Erdgeschichte bezogen, kann man sagen, sind es eigentlich die kleinen einzelligen Algen, die Cyanobakterien, die Erde zu dem gemacht haben, was wir Menschen heute kennen, was wir als unsere Erde, unsere Natur bezeichnen. Die andere Expedition, wir werden heute zweimal sozusagen ans Ende der Welt reisen, die wir
immer wieder uns vor Augen halten müssen und gerade in diesen Zeiten ist das Ende der Welt in den Polarregionen. Das empfinden viele Menschen so, weil man sich das so schwer vorstellen kann, als Mensch zu leben an den Polen. Und tatsächlich ist es auch so, die Antarktis, die man hier rechts sieht, das ist ein völlig vereister Kontinent mit 2-3 Kilometern Eis drauf, umgeben nochmal vom Meereis. Die kältesten Temperaturen der Erde sind immer noch dort möglich. Und es ist der einzige Kontinent, der nie vom Menschen besiedelt wurde, außer heute eben natürlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dort forschen dürfen. Der Nordpol ist gar kein Kontinent. Es hat sehr lange gebraucht, das rauszufinden. Noch Fridtjof Nansen war damit beschäftigt, zu beweisen, dort gibt es kein Land. Es ist einfach Wasser mit Eis drauf, Meereis drauf. Und diese arktische Region, die ist viel größer, als wir gemeinhin wahrnehmen, wenn man so auf den Globus guckt. Besonders eben das Rosene, was Sie da sehen, das ist dauerhaft gefrorener Boden, sogenannter Permafrost. Und zusammen mit dem Weißen, dem Meereis, macht das unsere gefrorene Welt aus. Und auch die, wie der Ozean. Ich könnte jetzt, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, ich könnte jetzt sagen, was dieses Weiße, diese weißen Schutzschilde der Erde für uns Menschen alles machen. Ich will nur eins sagen, es ist Ihnen sicherlich logisch, dass die Farbe Weiß gut Sonnenlicht reflektiert. Und diese weißen Segel an den Polen, die sind absolut wichtig für das Leben auf der Erde und für uns Menschen. Wenn es weniger weiß wird, bleibt einfach viel mehr Wärme da. Allein das ist schon wichtig. Und dann kommen wir, und jetzt kurz zum Anthropozän, die neue geologische Ära. Das Anthropozän, das muss man auf dieser Abbildung der Entwicklung der globalen Mitteltemperatur suchen. Es wird auch nicht durch Temperatur begründet, sondern es wird begründet durch mineralische Niederschläge, eine geologische Zeit, die wir zum Beispiel in den Niederschlägen der Radionuklide aus den Atomtests definieren können für Beginn des Anthropozäns oder auch anderes mehr. Was man aber hier sehen kann, ist eine Zeit, jenseits der Zeit von Alexander von Humboldt, sagen wir mal vielleicht ungefähr zeitgleich mit der Gründung der GDNE, die wir das Anthropozän nennen, weil alles plötzlich anders geworden ist. Und darum streiten wir uns immer noch heute. Was Sie hier sehen, von 0 bis 2000, das ist ja die Zeit, in der wir Menschen riesige Städte gebaut haben. Und Sie sehen in Blau die gemessenen Temperaturkurven und Sie sehen, da ist ganz schön viel Variabilität drin und die Menschen hatten es manchmal ganz schwer, sowohl im Kalten wie auch im Heißen, in den Dürren. Aber schauen Sie mal nach rechts, da sind wir heute. Wir sind völlig rausgelaufen aus dem, was wir Menschen kennen und für was wir Infrastrukturen gebaut haben. Und das nennen wir jetzt Klimawandel oder manche, auch Wissenschaftler sagen, das muss schon Klimakrise heißen. Wir wissen einiges über das Klima heute und ich würde jetzt gerne mit Ihnen dahin reisen, wo sich alles verändert, weil wir eben aus den natürlichen Klimaschwankungsgrenzen unseres Planeten rausgelaufen sind. Und das hat mich als Studierende völlig verändert. Ich durfte ja zu meiner Doktorarbeitszeit mit Polarstern ins Eis des Nordpols fahren, 1993. Da hat noch nicht mal das AWI so richtig laut gesagt, der Klimawandel ist schon längst da. Da haben wir, ich habe nochmal nachgeguckt, ein bisschen drüber geschrieben, vielleicht vermeiden wir mit dem vielen CO2 die nächste Eiszeit, wer weiß. Damals waren wir eigentlich noch wirklich blind, Herr Treusch hat es vorhin gesagt. Ne? Wir haben uns da das Wissen erkämpfen müssen. Und das Eis war eigentlich noch da, es ist da im rosa Rand zu sehen, das Meereis, dem ich begegnet sind. Und in 2012, da war ich dann viel älter, Fahrtleiterin auf Polarstern. Und zufällig war, dass das einzige Schiff, was da war, als das größte Meereisminimum aller Zeiten war und gar niemand mehr wusste, hört es denn nochmal auf zu schmelzen dieses Jahr. Und da also Augenzeuge zu sein und jetzt nicht nur Daten zu haben, sondern im Kopf die Bilder da draußen zu sein in dieser verrückten weißen Landschaft und sie schmelzen zu sehen. Das fällt Ihnen jetzt natürlich sofort auf, wenn Sie da hinschauen, verstehen Sie sofort, da ist weiß, das ist gebrochen, da kommt der dunkle Ozean drunter zum Vorschein, der nimmt dann mehr Sonnenlicht auf. Wo mehr Sonne hinkommt, mehr Wärme, schmilzt dann nicht nur die Atmosphäre des Eis, sondern auch von unten schmilzt das Eis. Und plötzlich sind wir in diesen Beschleunigungsfaktoren, die uns das Leben so schwer machen. Und es verändert sich alles mit. Die Tiere haben keinen sicheren Laufuntergrund mehr, die Algen schmelzen aus, der Kabeljau zieht zum Nordpol, die Wale finden nicht mehr ihre Nahrung vor, wo sie sonst immer war. Alles verändert sich, weil wir an der Klimaschraube drehen. Und schauen wir einmal zum Land. Da ist es noch extremer, weil wo Land ist, da wird es einfach schneller wärmer. Der Boden speichert auch Wärme und verteilt sie um. Ich war gerade in Grönland. Heute, ich bin ganz stolz, kam im Zeitfeuilleton mein Reisebericht von Grönland. Und da zu stehen, so wie hier auf dem Bild, und zu verstehen, was Gletscher überlassen von einer Landschaft, wenn sie wegtauen, wie viel Wasser aus dem Eis wird, das ins Meer läuft,
das den Meeresspiegel ansteigen lässt, viel schneller, als wir je gedacht haben, besonders in Grönland, aber auch in der Antarktis. Davor zu stehen, wenn so ein riesiger Eisberg kollabiert mit gigantischem Krach und dann zu kapieren, ja, wir sind ein Teil davon und es wird uns schaden, den Permafrost zu sehen, das gefrorene Eis, auch Methaneis, die Landschaften, die aufbrechen, die Küste, die ins Meer fällt und so weiter. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Angst gemacht. Das sind aber jetzt wieder die Daten und es geht ja um Bilder und genau das soll eben das Thema sein. Die Daten, die wir WissenschaftlerInnen teilen, Sie sehen hier Meereis wieder. Wir können das Meereis vermessen. Wir machen das gemeinsam mit ESA und DLR. Wir können täglich, ich habe gerade die Daten runtergeladen, wir können diese Daten uns ziehen als Menschen. Wir können genau zusehen, wie sich alles verändert. Aber reicht das, um uns ins Handeln zu bringen? Reicht das, um uns zu aktivieren? Oft scheinen da Bilder stärker zu wirken. Und genau darüber hat Alexander von Humboldt auch geschrieben. Er hat gesagt, wir Menschen können Landschaft fühlen, denken, verstehen. Wir müssen da drinnen stehen und sie sehen und ein Gefühl zu ihr entwickeln. Er war stark kritisiert für seine, was heute manche Leute einfach mit esoterisch abtun würden. Aber wir müssen mal drüber nachdenken, ob es vielleicht das ist, was uns fehlt. Es geht um viel mehr als die naturwissenschaftliche Betrachtung. Stellen Sie sich vor, Sie sind ich, Doktorand, hart im Eis, mit dem Eisbrecher gegens Eis geknallt, durchgeschüttelt und Sie kommen wieder. Und das ist das, was das dicke Eis, was Sie kannten, noch ist im Sommer am Nordpol. Das Schiff bricht gar nicht mehr, das fährt da durch, als wäre es Butter. Es schmilzt von oben, überall sind Tümpel. Und dann würden Sie doch fühlen, wenn Sie so denken, ah, man ist Augenzeuge, man sieht die Veränderung, man versteht, nichts ist mehr so, wie es mal war. Und das geht eben allen Menschen. Hier unten ist die, ich wollte eigentlich gar keinen Ton haben, sorry. Hier unten ist die Ausstellung von der Mosaikexpedition, wo wir den Eisbrecher Polarstern ein Jahr für die ganze Welt, wir waren wirklich aus 70 Instituten, 20 Nationen Menschen an Bord, wo wir zum ersten Mal überhaupt Farbfotos vom Winter am Nordpol gemacht haben und wo wir zum ersten Mal im Winter auch einen kleinen Roboter unter das Eis geschickt haben. Denn das eine sind die Bilder von oben, aber was ist mit dem Leben darunter? Wie kommen wir da überhaupt hin? Im Winter ist es so bitterkalt und auch so gefährlich, im Eis zu tauchen, da darf gar kein Mensch tauchen. Also sehen Sie hier jetzt die Bilder vom allerersten Roboter, der im Winter mal da hinschauen durfte, wo wir Menschen nicht hinkommen. Das war ein bisschen fast wie Raumfahrt, den da hinzukriegen, die Leute ins Eis zu kriegen. Und dann sieht man zum ersten Mal den Blick des Roboters, der sich gar nicht allein orientieren kann. Im Wasser greifen nämlich keine Navigationsdaten. Den müssen wir dann also an der Leine halten. Und das sieht er jetzt. Der sieht das Eis von unten und sieht, wie sich die Schollen von unten stapeln und wie sie im Winter doch so große Mühe haben, wieder zusammenzufrieren. Unten in der Ausstellung von der Fotografin Esther Horvath sehen Sie die Blicke der Augenzeugen, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die erstmals dabei waren, als wir zum Beispiel gesehen haben, dass auch im Winter es unter dem Eis lebt. Dass dort auch Krebse sind, die sich im Sommer vollgestopft haben und ganz voller Lipid sind, die überleben und die versuchen immer noch was zu fressen. Dass dort Kraken sind, die hier gerade sich versuchen, in der Tintenwolke zu verbergen und vor allen Dingen, dass wir unseren atlantischen Kabeljau dort finden, der einfach umzieht, weil es in unseren Wässern zu warm geworden ist. Das sind ja alles besondere Möglichkeiten und was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelernt haben von dieser großen Expedition und was wir natürlich auch aus der Raumfahrt kennen, ist besser, man nimmt professionelle Helfer und Helferinnen mit für Augenzeuge sein. Bilder, die wir hier teilen, verdanken wir, dass wir Filmteams und professionellen Fotografen dabei hatten, die eben Bilder übermitteln, die es vorher nicht gab und die die Menschen mehr anrühren, als hätte ich jetzt nur drei Zahlen an die Wand geschrieben. Die Zahlen brauchen wir auch. Ein paar Minuten habe ich noch und die tauche ich jetzt mit Ihnen weiter. Weil mich als Kind, bevor ich überhaupt Polarforscherin wurde, so fasziniert hat, groß zu werden mit Abenteuerbüchern zugegebenermaßen von Jules Verne, der darüber geschrieben hat, dass es auf dem Planeten einen so großen Teil gibt, den wir Menschen nicht kennen, nicht erforscht haben, wo man aber mit dem U-Boot rumreisen kann, wenn man mutig ist und so ein U-Boot mit einem, Sie kennen Kapitän Nemo, ne? Der hat einen Flügel unter Wasser, riesige Bullaugen, wo man rausgucken kann, erlebt Abenteuer, ist kein richtiger Menschenfreund, aber liebt den Ozean. Das hat mir als Kind absolut als Berufsbild eingeleuchtet und so habe ich mir dann meine Zukunft auch vorgestellt. Bis heute gibt es kein Forschungs-U-Boot, was länger als 8-9 Stunden unter Wasser bleiben kann. Das ist also Zukunftstechnologie.
Und wir in Deutschland haben, was die großen Tiefsee-Expeditionen anging, so richtig waren wir dabei, weil es einen begnadeten Künstler, Ernst Haeckel, hier um die Ecke in Jena gegeben hat. Der konnte aus den hässlichsten braunen Schleimklümpchen, die ihm gebracht worden sind von den Tiefsee-Expeditionen weltweit, diese wahnwitzig schönen Wesen zaubern. Heute wissen wir, er hatte ziemlich viel Biofantasie dabei. Aber es war der Trick, diese Bilder zu teilen, hat dazu geführt, dass Tiefsee-Expeditionen und Bücher über Tiefseeforschung Bestseller waren. Jeder hatte zu Hause Bücher von der Valdivia-Expedition und später den Meteor-Expeditionen, weil es eben Möglichkeiten gab, Wesen zu erblicken, die man nicht versteht, die wirklich wie Aliens aussehen und die Neugier wecken. Im Naturkundemuseum in Berlin ist ein ganzer Saal den Proben der Valdivia-Expedition gewidmet. Ich kann jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Bis heute ist nicht alles Leben bestimmt. Aber auch das zeigt ja eben, das sind dann die toten Tiere, manche gut erhalten. Aber was machen die da? Wie leben die in diesem 90% Lebensraum der Erde? Was fressen die überhaupt? Wie vermehren die sich? Das sollte meins sein als Beruf. Und ich bin so froh, dass ich heute auch noch als Direktorin ab und zu mal tauchen darf. Die tollste Expedition vor kurzem war, Alexander Gerst mitzunehmen, den bekannten Astronauten und begnadeten Wissenschaftskommunikator, im Auftrag einer seiner Filmserie, die jetzt auch an Weihnachten rauskommt. Alexander Gerst darf überall hin, hat er gefragt, ob er mal mit darf. Bei mir ist natürlich toll, wenn so ein Held eine Frau fragen muss, ob er mal mit darf. Und wir sind zusammen abgetaucht und Sie werden im Film sehen, es ist fantastisch, ich darf nicht spoilern, aber er war doch erstaunt, wie merkwürdig das Leben ist da unten. Und wir Menschen haben heute immer noch so wenig von unserem eigenen Planeten entdeckt. Das ist einfach verrückt. Sie sehen hier die Zahlen. Jetzt zeige ich mal Zahlen hier. Was wissen wir von dieser riesigen Wassersäule? Noch, man kann es gar nicht aussprechen, wie viel Bruchteile eines Promilles überhaupt erst erforscht sind. Und erforscht meint hier wirklich Daten, chemische Daten zu haben oder mal eine Probe vom Lebewesen. Es ist nichts. Und deswegen diese Situation des Abtauchens, also sozusagen der umgekehrte Flug, nicht ins All hinaus für diesen großen Blick, sondern selber in so ein kleines Aquarium einzusteigen und abzutauchen für diesen bescheidenen Blick ins Innere der Erde, das ist fantastisch. Und deswegen kämpfe ich Seite an Seite mit der ESA, der NASA und allen, wenn es um bemannte Raumfahrt geht oder befraute Raumfahrt. Wir sollten als Menschen nie denken, dass wir durch Roboter ersetzt werden können mit unserem Blick, unserem Gehirn und unserem Verständnis. Abzutauchen und diese Welt zu sehen in 3D und direkt und die Größenordnung zu verstehen, mit den Tieren in Interaktion zu treten, besonders den Kraken, macht alles anders. Das ist nicht zu ersetzen durch ein übertragenes Bild über das Glasfaserkabel, so super unsere Tiefseeroboter auch sind. Wir tauchen jetzt also ab ins ewige Dunkel. Und wenn man dann das Licht anmacht und einfach mal so ins Wasser fotografiert, während man absinkt, dann leuchtet alles schon so, weil alles voll von Partikeln ist, von Schleimfäden der riesigen Quallen. Und diese Partikel sind das abgestorbene Restchen von den Algen, die oben geblüht haben, das einzige Futter, was dieser 90% belebte Raum der Erde dann überhaupt hat. Die Algen lassen die Tiefsee leben. Tauchen wir noch etwas tiefer, 1000 bis 3000 Meter sind kaum mehr Partikel da, da sind die Lebewesen richtig hungrig und sie müssen immer noch sich treffen und immer noch überleben und sie benutzen Licht als Signal, sich zu finden oder Räuber abzuschrecken, die besonders hungrig sind. Praktisch alles Leben funkelt dort unten mit selbstgemachtem Licht, vieles davon als Kooperation mit Bakterien. Und sind wir dann unten, dann sind wir am Meeresboden und es wimmelt und wuselt und viele der Lebewesen, die Sie hier sehen, scheinen sich zu ernähren, indem sie Schlamm fressen. Dieser Schlamm ist das Abgestorbene, was sich jetzt am Boden sammelt und wieder dicke Schichten baut. Und diese Schichten sind das, was langfristig die Erde zu einem oxygenierten, sauerstoffreichen, klimastabilen Planeten macht. Denn immer wieder wird Kohlenstoff begraben, auch wenn die Tiere versuchen, alles zu fressen, so wie diese Seegurke hier. Es bleibt immer was übrig und das ist unsere große Senke für den Kohlenstoff. Es sei denn, wir nehmen das als Gas oder Öl und pusten es wieder in die Luft ganz schnell. Die Leistungen, die wir heute vollbringen müssen, sind Humboldtsche Leistungen des Entdeckens und Erstbeschreibens von Landschaften. Und ich bin so stolz, dass es mir und meiner Arbeitsgruppe und noch dem internationalen Netzwerk, was wir als Tiefseeforscher haben, mit geteilten Datenbanken, denn jedes Bild zählt, dass es uns gelungen ist, zu zeigen, dass die Tiefsee nicht nur lebt, sondern ein enorm diverser Kontinent fast ist.
Diese Landschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt. So alle 50 Kilometer ändert sich die Landschaft. Und sie haben neues Leben vor sich, neue Bilder. Wir haben gerade Seeberge entdeckt von 4 Kilometer Höhe, die noch nicht mal auf der Karte waren im Meer. Und da unten, was da so gefressen wird, dieser Schlamm, der ist nicht nur voll von Kohlenstoff, von abgestorbenem Material, sondern die Bakterien, die da drin leben, die man hier so wie als Sterne am Firmament sieht, die sind auch alle lebend und die sind zum Teil uralt und sie machen diese Sedimente reich, sie produzieren Fettsäuren und Vitamine, die alles Leben in der Tiefsee braucht. Und da reinzuschauen und die zu bestimmen, ist eine Riesenaufgabe. Ein Teelöffel Schlamm, 2000 neue Arten entdeckt. Das macht Spaß. Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben, und damit höre ich auch gleich auf, Mikroorganismen zu entdecken, die uns viel verraten darüber, wie fantastisch die Natur ist. Methanfresser, vorhin hatten Sie auch gefragt, die Studierenden, nach der Rolle von Methan auf der Erde. Eine riesige Rolle hat Methan im Klima. Methan ist ein mega starkes Klimagas und wir müssen es auch vermessen wie CO2. Methan hat stark geschwankt in der Erdgeschichte. Und die Erde, wie wir sie kennen, verdanken wir Kleinstlebewesen, die kooperieren können, die einen Stoffwechselweg sich zu zweit als zwei Arten, Repräsentanten von zwei Domänen des Lebens, Bakterien und Archaeen, schaffen. Und die vertilgen das Methan, was eigentlich aus dem Meer kommen würde, und die Erde wäre ein ganz anderer Planet, wenn die nicht da wären. Diese Gruppe von Mikroorganismen kann nicht nur Methan ohne Sauerstoff verzehren und so unser Klima bestimmen, sondern sie kann auch Öl fressen, wie wir jetzt gelernt haben. Es sind gerade ganz viele Veröffentlichungen rausgekommen, dass wir also Mikroben haben, die auch ohne Sauerstoff Öl abbauen können. Und sie machen dann, sie entgiften natürlich die Tiefseelandschaften, die Öl und Teer und Asphalt haben, und dann können wieder Korallen drauf wachsen. Leider haben wir aber bis heute keine Mikrobe gefunden und werden auch keine finden, die Plastikmüll frisst. Und das ist nur ein weiteres Beispiel des Anthropozäns, von dem wir alle Augenzeugen sind, weil es unser Müll ist, der dort bleibt. Das ist einfach unglaublich, kann ich Ihnen sagen, wenn Sie all diese Räume, diesen 90% Raum, wo nie Menschen leben können werden, beschauen wollen, und überall sind schon unsere Spuren. Da wird man wütend, das will man nicht, da muss man was gegen tun. Da geht es um Chemie, um chemische Lösungen, aber es geht auch um unser Verhalten. Denn, und damit höre ich auf, wie bei einer Expedition in diese fantastischen, unbekannten Räume, sitzen wir doch alle im einen Boot oder eben auf diesem einen Planeten. Maite hat es gesagt, Planet B gibt's nicht. Und wir sollten, und dafür gratuliere ich der GDNE, die auch übrigens immer für Expeditionen gekämpft hat in allen Zeiten und auch für die ersten Expeditionen und deutsche Forschungsschiffe gekämpft hat, ich gratuliere herzlich, dass, wenn man dazugehört, weiß man wenigstens doch, wohin es gehen sollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.